hab euch vermisst. Keine Sorge, das mit dem Drehen machen wir jetzt nicht immer so, aber ich fand das einfach cool, okay? Einer muss den Fenster. Es war wieder nur ein Prank, okay? Es war wieder nur ein Prank. Also erst einmal, ich habe 3 von 4 Abi-Klausuren schon fertig und am Mittwoch ist nur noch Mathe dran. Also das Schlimmste von allen. Und erst einmal alle Leute, die gesagt haben, hey, Max, du hast wirklich Zeit bei der Abi-Klausur, also schreib ein bisschen langsamer und ordentlich und leg dir deine Gedanken gut zurecht. Ja, scheiß auf die. Zu wenig Zeit bei jeder Scheiße, wirklich für jede Aufgabe zu wenig Zeit. Wirklich, ich schreibe wie der letzte Bastard, ja. Wirklich, ich habe von vorne bis hinten durchgeschrieben bei den Klausuren und ich bin nie irgendwie fertig geworden, so wirklich. Was? Übrigens, meine Logitech-Software ist irgendwie so ein bisschen kaputt, deswegen zeigt ihr manchmal irgendwie nur so ein Standbild an oder so und dann sieht mega weird aus, aber müsst ihr euch damit abfinden, keine Ahnung, Alter. Fuck Logitech, ja? Und für alle, die jetzt irgendwie über Abi sagen, also ja, du wohnst doch in Schleswig-Holstein, das ist doch voll einfach. Also ich wohne in Bayern und da ist das 1000-mal schwerer. Bayern, ihr sprecht nicht mal richtig Deutsch. Und wenn schon, Schleswig-Holstein-Abi ist vielleicht wie Grundschule bei euch. Ja und? Manche Deichschafe haben einen besseren Schnitt als ich. Doppeldeutig. Und wenn schon, ApoRed hat auch Abitur. Sagt er zumindest. Und das spiegelt sich auch in seinen Texten wieder. Oh! Ich meine, deine Freundin ist fucked. So wie Tatsachen. Ich habe gerade gegen meine Webcam gespuckt. Fuck Logitech. Deine Freundin ist fucked. So wie Tatsachen. Erst einmal, den Vergleich hat man ja vielleicht schon mal irgendwo gehört. Ja? Also, vielleicht hat man schon das ein oder andere Mal. Oh! Aber das Coole an der Line von ApoRed ist jetzt eben die Doppeldeutigkeit, ja? Denn es gibt keine. Die Freundin ist fucked. Ja, von ihrem Freund, denke ich mal. Hä? Und jetzt? Aber ey, es geht beim ApoRed-Song nicht darum, wie die Lyrics sind, ja? Es geht darum, wie es sich anhört. Also so alles drumherum so. Also alles, was nicht von ihm ist. Alle sagen so, ey, ja, er hat sich wirklich verbessert, weil die Beats sind wirklich viel cooler und die Videos ja auch. Aber die sind ja halt nicht von ihm. Ich meine, man kann dafür natürlich Props geben, aber halt auch den Leuten, die das gemacht haben. Aber ey, das hat sich verbessert, okay? Und es war ja auch nur ein April-Chat, deswegen wurde das Video von einer professionellen Firma gemacht. Der Zweite Weltkrieg, der war eigentlich auch nur ein Social-Experiment von Hitler. Aber er hatte halt keine Zeit mehr, den aufzulösen, weil die Community von ihm nicht mehr hinter dem YouTube-Star stand. Im Gegensatz zu der von ApoRed. Weil ApoRed, ne, der nimmt sich einfach nicht so ernst. Der nimmt das ja locker, er ist ja nur ein Scherz alles gewesen. Feier mich nur selber. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ich habe auch letztens gesehen, so ein Leon und Mascher Fantreff musste irgendwie abgesagt werden, weil so tausende von Kindern da wirklich angekommen sind. Und ich hätte halt wirklich nicht gedacht, dass wirklich tausende Leute zu sowas überhaupt hinkommen. Ich glaube, ich habe letztes Jahr ApoRed 3-mal auf der Gamescom getroffen und stand direkt neben ihm. 3-mal wirklich, ja. Ich wollte es nicht mal. Nicht mal irgendwie auf dem Messegelände oder so, sondern auch außerhalb der Stadt im Starbucks und allem. Und zum Beispiel Leon Mascher habe ich auch einfach so in der Hamburger Innenstadt einfach so getroffen, ohne dass ich es wollte. Ich bin sogar in seinem Video zu sehen. So, aber denkt ihr irgendwie, die sind cool im echten Leben oder was weiß ich? Nein, also die tragen vielleicht 300-Euro-Sneaker, die absolut exklusiv und heftig sind und wahrscheinlich trotzdem von irgendwelchen armen chinesischen Kindern gemacht wurden, die dafür ausgebeutet wurden. Aber trotzdem, die sind halt exklusiv und passend zu den exklusiven 300-Euro-Sneakern tragen sie denn diese roten 9 Euro Amazon-Hosen von ihrem Amazon-Partnershop, mit dem sie gepartnert sind, die sie wahrscheinlich tragen müssen, ja? Und zu diesen 300 Euro Schuhen dann eben diese 9 Euro roten Jogginghosen. Cool. Also wirklich diese Billig-Shops, mit denen sie gepartnert sind, ich feiere das wirklich jetzt, wirklich jetzt. Also sie machen dann immer so einen, hey, ich trage nur exklusive Sachen und dann tragen die aber diese gleichen Klamotten, die sie in diesem Partnershop da halt verlinken, die halt 9 Euro kosten, wo irgendwelche Kinder in China für ausgebeutet werden, was weiß ich. Aber die machen dann auf High-Exclusive, ich verstehe es halt nicht. Es ist halt doch einfach offensichtlich, dass es halt mehr Schein als sein ist, ja? Und ich verstehe dann auch nicht, wie Leute irgendwelche YouTuber irgendwie vergöttern können, sowas wie ApoRed oder Leon Mascher oder so. So, ich habe schon mit allen möglichen YouTubern geredet, sei es Muscle Scorpion, sei es ApoRed, was weiß ich, ja. Und ich bin wirklich aus keinem Gespräch irgendwie mit der Erkenntnis rausgegangen, von wegen, oh Mann, das sind ja echt geniale, smarte und clevere junge Typen. Ich will das jetzt auch gar nicht irgendwie verreißen oder was weiß ich. Es ist ja auch eben irgendwie auch das Coole an YouTube so, dass eben Leute wie du und ich kreativ sein können und eben andere Leute unterhalten können so. Jeder Mensch kann sich auf dieser Plattform kreativ ausleben, so viel er möchte. Auch wenn er Abitur in Schleswig-Holstein gemacht hat. Oder in Bayern. Oder ein Schaf ist. Aber dann behandelt so YouTuber doch bitte auch einfach wie normale Menschen. Dann können die eben auch kein Ego bekommen, wie die zuvor genannten Personen. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Leute Fanseiten für mich machen, aber genauso wenig möchte ich irgendwelche YouTuber sehen, die bei ProSieben Pilkerball-Weltmeisterschaften mitmachen. YouTuber sollen doch Menschen sein und keine Stars in Sticker-Alben. Ich möchte einfach nur, dass Leute sich an meinen YouTube-Videos erfreuen und mir auch zeigen, dass sie sich daran erfreuen, ja? Das war's dann schon. Ich möchte, dass ich wo war der denn? Wenn sie mich dann noch zusätzlich irgendwie auf Instagram abonnieren wollen, Charlie Waffles, dann ist das vielleicht so. Okay, ein ApoRed wird nicht gehatet, weil Leute irgendwie neidisch auf ihn sind oder weil Leute irgendwie generell alles scheiße finden, was er macht. Sondern weil die Leute erkennen, dass er eben ein YouTuber ist und kein Rapper. Er sieht sich jedoch als Rapper und nimmt das alles wirklich viel zu ernst, ja, und das ist eben das Problem. Er denkt wahrscheinlich auch, dass er eine Style-Ikone ist. Die meisten großen YouTuber wollen eben selbstironisch wirken und machen eben auch mal selbstironische Witze über sich. Aber man merkt eben hinter der Fassade, dass sie sich eben zu 100%ig ernst nehmen, alles, was sie machen. So, keine Ahnung, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das irgendwie sieht hinter der Fassade, aber ich sehe einfach, dass sie sich einfach alle viel zu
ernst nehmen. So, die meisten größten YouTuber können eben nicht über sich selber lachen und genau deswegen ist Babawagen eben auch ein April-Scherz. Übrigens, ein Kollege von mir, der fährt auch eine A-Klasse und wir machen uns immer voll lustig über den. Also, Grüße an dich, Volkan. Ich weiß nicht, warum ist das jetzt ein Babawagen eigentlich? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst es mich wissen. Ihr wisst, wie ihr das macht. Ach ja, Alec Valestra, bitte mach kein Video oder Diss-Track über mich, nur weil ich jetzt gerade kritisch über ApoRed geredet habe. Und diss mich bitte nicht, weil ich kein Justin Bieber-Merchandise oder Deadcaps trage. Ich mache im Gegenzug dazu auch keinen Stock im Arsch-Prank. Auch wenn der Stock im Arsch-Prank wirklich gut war. Ja, ich hab gerade in mein Zimmer gespuckt. Apo AD. Antwort auf Tanzverbot. Doppelstinkelfinger. Und Shoutout an Zabeks kaputten Babawagen. Hier, so ein ApoRed rausbeschmissen. Der Track ist vorbei. Keine Stars in Sticker-Alben. Apo AD. Fuck Logitech, ja?